Ihr Antworten wird jetzt für die AfD-Fraktion, deren Sprecher für Bildung, Forschung und Technologie, Folgenabschätzung Götz Frömming. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren, wir reden heute über die sachgerechte Verwendung des uns vom deutschen Steuerzahler anvertrauten Geldes. Bildung und Forschung sind für die Zukunft dieses Landes von zentraler Bedeutung. Darüber sind wir uns einig. Und deshalb ist es gut, wenn wir über 17 Milliarden Euro in diesen Bereich investieren. Allerdings verbergen sich im vorliegenden Entwurf zahlreiche ideologisch eingefärbte Posten, über deren Höhe und Berechtigung man geteilter Meinung sein kann. Brauchen wir tatsächlich eine Bundesförderung für Bildung, für nachhaltige Entwicklung? Brauchen wir vom Bund geförderte europäische Schulen? Muss die empirische Bildungsforschung vom Bund mit über 2 Millionen Euro zusätzlich gefördert werden? Und schließlich brauchen wir einen nationalen Bildungsrat? Und wenn ja, welche Kompetenzen sollte dieser haben? Frau Ministerin, da gab es ja schon ordentlich Gegenwind aus den Ländern. Dies sind nur einige Beispiele. Welche Forschung und welche Bildung braucht dieses Land wirklich, um auch in Zukunft noch wettbewerbsfähig sein zu können? Hier gehen die Meinungen offenbar auseinander. Das ist auch gut so. SPD, Linke, Grüne und auch Teile der CDU streben ein Einheitsschulsystem an, mit dem eine weitere Absenkung des Niveaus einhergeht. Lachen Sie nur. Die AfD setzt sich hingegen für den Erhalt des klassischen und seit 200 Jahren in seinen Grundzügen bewährten, leistungsorientierten, gegliederten Bildungssystems ein. Meine Damen und Herren, wir werden genau beobachten, wie sich die CDU in dieser Frage positioniert. Wenn der Bund sich künftig mehr in die Bildungspolitik der Länder einmischen will, und das wollen Sie ja offenbar, sollten Sie dem Wähler auch verraten, wohin die Reise geht. In Baden-Württemberg hat sich die CDU ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert und sich von den Grünen über den Tisch ziehen lassen. Die Ergebnisse sprechen für sich. An den Grundbedingungen des Lernens und Lehrens wird sich übrigens auch durch den Einzug digitaler Techniken an unseren Schulen nichts ändern. Bei dem Hype, der in diesem Hause um das Thema getrieben wird, hat man ja fast den Eindruck, das Internet sei gerade erst erfunden worden. Digitalisierung und digitale Bildung darf kein Selbstzweck sein. Das hat der Kollege Thomas Rachel zu Recht in einer Debatte zum gleichen Thema am 24.11.2016, so lange reden Sie schon darüber, in diesem Hause gesagt. Die Antwort auf die Frage, was Sie mit einer digitalen Bildung aber genau meinen und erreichen wollen, hat bisher weder er noch Frau Wanka und auch nicht die Frau Ministerin Karliczek in ihrer an Phrasen reichen Rede eben gegeben. Sie dürfte Ihnen auch schwerfallen, denn schon Ihre Grundannahme ist falsch, dass es eine digitale Bildung gäbe. Bildung ist seit Sokrates und Platon analog und wird es auch bleiben, dass sich Bildung immer auf den Menschen bezieht und beziehen muss. Meine Damen und Herren, wer das versteht, den wundert dann auch nicht mehr, was wissenschaftliche Studien zu diesem Thema und zu dieser Frage oft zur Überraschung der Auftraggeber zutage gefördert haben. Die OECD-Studie Students, Computers and Learning von 2015 hat ergeben, dass eine verstärkte Investition in digitale Medien nicht zu besseren Leistungen führt. Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, dass Sie hier alle miteinander auch deshalb so gerne über Digitalisierung reden, weil Sie dann nicht über die wirklichen Probleme in diesem Land und insbesondere an unseren Schulen sprechen müssen. Aber dafür sind wir ja jetzt da, um Sie daran zu erinnern. An unseren Schulen bahnt sich nämlich eine Katastrophe an. Deutschland braucht nach Berechnungen von Bildungsforschern bis 2025 105.000 neue Grundschullehrer. Es stehen aber im selben Zeitraum nur 70.000 Absolventen von Universitäten zur Verfügung. Wo sollen die 35.000 fehlenden Lehrer herkommen? Keine Antwort. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat die Gesamtkosten für die Instandsetzung maroder Schulen in Deutschland auf 34 Milliarden Euro beziffert. Wie viel haben Sie davon in Ihren Haushalt eingeplant? Sie müssen nicht antworten. Das war eine rhetorische Frage. Viele Schulen in Deutschland sind inzwischen nur noch dem Namen nach das, was wir uns unter einer Schule vorstellen. Immer wieder haben Schulleiter
Lehrer und Eltern sich in Brandbriefen an die Politik gewandt. Berliner Zeitung von heute, Zitat: Eine unbegrenzte Integration von verhaltensauffälligen Kindern kann nicht gelingen. Kleinere Klassen wären hilfreich, schreiben die Kollegen. Stattdessen werden die Klassen größer, auch dank ihrer konzeptlosen Einwanderungspolitik, die sie betreiben. In einem Hilferuf aus Saarbrücken heißt es, dass physische und verbale Gewalt gegen Mitschüler und Lehrer, Messerattacken, Sachbeschädigungen, Drogen und Alkohol zum Schulalltag gehörten. In Berlin wurde jüngst ein Fall bekannt, bei dem ein jüdischgläubiger Junge die staatliche Schule verlassen und auf einer Privatschule Zuflucht suchen musste. Meine Damen und Herren, das ist eine Schande für dieses Land und nicht der Hinweis auf diese Missstände. Sagen Sie jetzt bitte nicht, das sei doch alles Ländersache. Wer sich mit einem Leuchtturmprojekt wie dem Digitalpakt schmücken und dafür sogar das Grundgesetz ändern will, der sollte vor diesen Problemen, die ich angesprochen habe, nicht die Augen verschließen. Was tun Sie, um den Ländern bei der Bewältigung dieser historischen Aufgaben zu helfen? Ach ja, richtig, es gibt vielleicht ein paar Computer mit Internetanschluss, für deren Installation, Software und Wartung die Länder auch noch selbst aufkommen dürfen. Frau Ministerin, das reicht nicht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Götz Frömming war das für die AfD-Fraktion, der den Finger in gleich mehrere Wunden gelegt hat, unter anderem bei den Schulen im Lande. Bildung ist und bleibt analog, hat er außerdem gesagt. Nach ihm jetzt Karl Lauterbach für die SPD. In unserem Bildungs- und Forschungssystem gibt es strukturelle Probleme, die wir seit vielen Jahren kennen, aber nicht wirklich gut in den Griff bekommen. Das gehört dazu, das muss man ehrlich einräumen, dass in Deutschland mehr als in anderen europäischen Ländern der Bildungserfolg von der Herkunft der Kinder abhängt. Das heißt, ein Kind, was sich ja seine Eltern nicht aussuchen kann, hat den wahrscheinlichen Bildungserfolg, den seine Herkunft prägt. Das ist ungerecht. Das ist eine enorme Verschwendung von Ressourcen und Talent, unserer einzigen Rohstoffquelle. Und es ist auch etwas, was langfristig die Demokratie aushöhlen kann, weil das ist niemandem zu erklären, weder den Betroffenen noch den Eltern selbst. Somit glaube ich, dass wir den Schwerpunkt zunächst einmal in einer besseren Förderung der Kinder sehen müssen. Denn die Kinder sind diejenigen, die langfristig darüber bestimmen werden, ob wir hier eine Zukunft haben und ob das Land sich gut oder schlecht entwickeln wird. Das Bildungssystem hat Schwächen, also am Anfang und am Ende. Und ich bin ja selbst Wissenschaftler und lese jeden Tag wissenschaftliche Studien. Ich gehe nach wie vor also meinen wissenschaftlichen Leidenschaften nach. Und im Bereich der Biotechnologie und im Bereich der Medizin ist es traurigerweise so, dass ich oft über viele Stunden arbeite und lese und nicht auf eine einzige deutsche Studie treffe. Das ist also seit vielen Jahren so. Der Unterschied zu den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist größer geworden. In der Medizin und in der Biotechnologie ist keine deutsche Universität unter den 40 am stärksten zitierten und am höchsten gerankten wissenschaftlichen Einrichtungen. Die also Charité, die größte deutsche Universitätsklinik in der Hauptstadt, schneidet nicht besser ab, als den 300. Rang zu belegen. Das heißt, wir sind abgeschlagen in vielen Bereichen. Das ist ein Thema, was man ernsthaft und ehrlich thematisieren muss, weil der Abstand wird größer, wenn wir dem begegnen wollen. Dann brauchen wir einiges, was hier tatsächlich eben schon zur Sprache kam von Frau Karliczek. Vielleicht etwas, sagen wir mal, abstrakter, als man es benennen kann, aber wir brauchen tatsächlich einen nationalen Bildungsneubeginn, einen nationalen Bildungspakt. Wir brauchen Standards. Wir brauchen tatsächlich nationale Bildungsstandards. Wir müssen in allen Bereichen uns die Frage stellen, wie können wir das nationale Bildungs- und Forschungsniveau so weiterentwickeln, dass wir langfristig konkurrieren können. Das beginnt schon mit der Schule. Ich bin also mit Ihnen einer Meinung, Herr Frömming. Die Studie, die Sie eben zitiert haben, hat gezeigt, dass tatsächlich von der Bildung nicht abhängt, wie gut der also Leistungserfolg der Schüler ist. Aber darum geht es dabei auch gar nicht, sondern es geht darum, mit der Digitalisierung die Kinder auf die Nutzung digitaler Produkte, Technologien, künstlicher Intelligenz und Robotik vorzubereiten. Das heißt, man darf den sokratischen Ansatz nicht gegen die Digitalkenntnisse hier ausspielen. Wir brauchen tatsächlich den Digitalpakt.
Dafür haben wir auch gekämpft. Es war problematisch, dass die Mittel nicht etatisiert gewesen sind, aber es ist ebenso wichtig und sei ja mal ein Erfolg, dass hier Olaf Scholz sich bewegt hat und dass wir hier 2,4 Milliarden in dem Digitalfonds nutzen können. Die werden wir nicht komplett für die Schulen nutzen können, aber wir können einen entschleunigten Einstieg wagen. Das ist sehr wichtig, weil wir sonst in diesem Bereich nicht weiterkommen werden. Und wir müssen auch diejenigen fördern, die bereits also durch das Bildungssystem durchgegangen sind. Wenn wir erreichen wollen, die künstliche Intelligenz und auch Robotik werden dazu führen, dass viele Berufe nicht verschwinden, aber durch die Unterstützung dieser Methoden werden sie, ich sage einmal, ein Phänomen erleben, was man De-Skilling nennt. Das heißt also, mit weniger Qualifikation kann ich das dann auch machen, weil die künstliche Intelligenz mir dabei hilft. Das führt zu einem massiven Qualifikationsverlust und auch Einkommensverlust, weil tatsächlich dann mit weniger Qualifikation die gleiche Arbeit zu leisten ist. Das betrifft alle Berufe. Das betrifft sogar Berufe wie Radiologen. Mittlerweile ist es so, dass bei einigen Tumorerkrankungen die künstliche Intelligenz einem erfahrenen Radiologen überlegen ist, weil ein erfahrener Radiologe sieht den Tumor vielleicht also 20, 30 Mal im Laufe eines Monats. Das künstliche Intelligenzprogramm sieht es 10.000 Mal beim Anlernen und danach jeden Tag und wird jedes Mal besser. Das werden wir in jedem Beruf erleben. Das heißt, wenn wir dem begegnen wollen, wenn wir den Vorteil behalten wollen, den wir derzeit haben, der darin besteht, dass unser System, duales System, international beneidet wird und wettbewerbsfähig ist, dann müssen wir diejenigen, die jetzt in dem System sind, die müssen wir aufwerten. Und diese Aufwertung ist nur möglich, wenn wir auch investieren in Weiterbildung, wenn wir investieren in Meisterschulung, in Meister-BAföG, in Ausbildungsprogramme. Wir dürfen diejenigen nicht zurücklassen, die jetzt das Bildungssystem schon durchlaufen haben. Nur so werden wir langfristig den Anschluss behalten können und unser gutes System verteidigen können. Ich komme zum Abschluss. Also in der Forschungsproblematik, die ich am Anfang besprochen habe, spielt eine gewisse Rolle, dass wir einen großen Teil der Forschungsmittel, die wir zur Verfügung haben, institutionell vergeben. Das heißt, wir vergeben das nicht für große Projekte, zukunftsorientierte Projekte, sondern es bekommen Einrichtungen. Ich bringe ein Beispiel. In England wird ein Projekt gemacht, das beschäftigt sich mit Gentechnik und mit Proteomik und dort das UK Biobank-Projekt. Da werden jedes Jahr 500 Millionen Euro allein in dieses Projekt gesteckt. Das läuft über 10 Jahre lange Planungshorizonte. Das ist nur deshalb möglich, weil dort große Mittel zur Verfügung stehen, die ich projektbezogen an Spitzeneinrichtungen verteilen kann, die aber nicht institutionalisiert festklemmen. Darüber müssen wir nachdenken, da brauchen wir auch mehr Transparenz. Ich bin selbst Forscher und also sozusagen bisher am annehmenden Ende immer dieser Mittel. Aber die Art und Weise, wie die Mittel vergeben werden, ist selbst für uns Forscher intransparent. Das heißt, wir müssen dort Transparenz schaffen, wir müssen mehr Mittel für langfristige Forschungsprojekte zur Verfügung stellen und wir müssen in jeden Bereich unseres Bildungssystems unter dem Aspekt Gleichheit und Spitzentechnologie investieren. Vielen Dank. Karl Lauterbach war das von der SPD-Fraktion, der hier deutlich gemacht hat, dass das deutsche Bildungssystem strukturelle Schwierigkeiten hat. Und das, so Lauterbach, seit vielen, vielen Jahren. Es gibt also einiges anzupacken. Christoph Meyer für die FDP-Fraktion ist der nächste Redner. Ich muss zu Beginn meiner Rede vielleicht diese Anmerkung, dass wir in der Tat ein Problem in Deutschland haben, was die soziale Durchlässigkeit von Bildungserfolg angeht. Aber wer ist denn dafür verantwortlich? Ich komme aus Berlin. Die letzten 20, 30 Jahre trägt die Sozialdemokratie in Berlin genau dafür Verantwortung, dass der Bildungserfolg nirgendwo so undurchlässig ist wie in Staaten und in Ländern, die von der Sozialdemokratie in Deutschland regiert werden. Deswegen sprechen Sie mal mit Ihren Genossen. So, ich habe der Ministerin versucht, am Anfang zuzuhören bei den drei Schwerpunkten, die sie genannt haben. Gute Bildung, Zusammendenken, gesamtstaatliche Strategie, nationaler Bildungsrat, das klingt alles sehr, sehr gut. Es klingt ein bisschen so, als ob Sie ein bisschen weitergehen wollen, was die Abschaffung des Kooperationsverbots angeht, als nur was die Finanzströme angeht. Denn seien Sie doch mal mutiger, da hätten Sie vielleicht auch die Sozialdemokratie an Ihrer Seite, uns als FDP auf jeden Fall auch. Das zweite Lippenbekenntnis.
Berufliche Bildung, Modernisierung der beruflichen Bildung ist ein Schwerpunkt für Sie, wie Sie hier genannt haben. Die Wahrheit ist doch, dass der Etatansatz Titelgruppe 20 in Ihrem Haushalt 2018 um 200.000 Euro reduziert wird auf 540 Millionen Euro und dass die Mittelausschöpfung dieser Titelgruppe dann auch nur bei 86% liegt. Deswegen glaube ich, ist es hausgemacht, was Sie hier an Problemen vorstellen. Da könnten Sie sich vielleicht bei Ihrer Vorgängerin beschweren. Und immerhin ist das ja der Punkt, den wir die ganze Zeit hier besprechen müssen, dass Sie hier zwar eine neue Ministerin sind, aber die politische Verantwortung dafür trägt die Große Koalition, trägt die Union seit mehreren Jahren. Beim Thema Forschung, da habe ich Sie nicht ganz verstanden. Zu Beginn sagten Sie, der Mensch muss im Mittelpunkt der Forschung stehen. Am Ende haben Sie dann doch auch die Kurve dergestalt bekommen, dass es auch um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie, unserer Wirtschaft gehen soll. Auch das passt nicht zur Realität in dem Haushaltsplan 2018. Da wird nämlich das Kapitel Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und Innovationssystems um 454 Millionen Euro abgeschmolzen. Wir sehen also, Sie haben viele gute Ideen, viele gute Ansätze, wo wir theoretisch auch Ihrer Meinung wären, aber es kommt und es lässt sich in diesem Haushalt 2018 leider nicht abbilden. Die Wahrheit ist, Bildung kommt in diesem Haushalt 2018 schlecht weg. Es gibt weniger Geld für Bildung als mehr Geld für Bildung und das Ganze bei 10 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen im Bund bis 2020. Kein Schwerpunkt bei Investitionen in Zukunftsprojekte, nicht bei Forschung, nicht bei Hochtechnologie. Und wenn wir uns die Mittelverwendung angucken, dann haben wir da wieder dasselbe Problem, was wir auch in anderen Einzelplänen haben. Es fehlt die systematische Kontrolle, was die Vorhaben angeht, die Sie haben. Das gilt sowohl für laufende als auch für abgeschlossene Projekte. Der Rechnungshof bemängelt das zu Recht. 7 Milliarden Euro Projektmittel in diesem Einzelplan, allerdings keine ausreichende Erfolgskontrolle und vor allem auch keine klare Zielsetzung. Digitalpakt Schule haben Sie angesprochen. Sie haben am 2. Mai, Frau Ministerin, in einem Statement bei der Bundespressekonferenz formuliert, Digitalisierung findet nun doch recht schnell statt. Darum muss der Ausbau der Infrastruktur jetzt zügig angehen. Wenn wir uns die Zahlen angucken, dann werden Sie mit einer Bund-Länder-Vereinbarung, mit einer Programmaufstellung, mit einem Richtlinienerlass, mit einer Ausschreibung letztlich frühestens Ende 2019 hier vorankommen. Und das ist auch ein Armutszeugnis für diese Koalition. Sie reden viel, umsetzen tun Sie wenig. Wenn wir uns den Etat insgesamt angucken, dann sind viele Titel, das muss ich hier an der Stelle auch mal sagen, schön formuliert. Was dahinter steckt, wissen wir leider nicht ganz genau, weil in der Tat das Ihr Haus die erweiterten Informationen erst in den letzten zwei Stunden an uns Haushalter zur Verfügung gestellt hat, das heißt die Fibel, wo erweiterte Informationen für die einzelnen Titel sind. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen sicherlich nachvollziehen können. Aber was bleibt, ist die Feststellung, wir haben aufwachsende Ausgabereste in Ihrem Etat. Wir haben aufwachsende Selbstbewirtschaftungsmittel der Forschungseinrichtungen. Das knackt oder die knacken bald die 1-Milliarde-Grenze. Wir haben 16% Stellenaufwuchs in den letzten zwei Jahren in Ihrem Haus. Und wir haben offensichtlich, auch das kritisiert der Rechnungshof, eine Unklarheit oder eine Unschärfe zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen. Alles in allem eine ganze Menge Baustellen für ein Schwerpunktressort, was ja Bildung und Forschung öffentlich sein soll. Wir werden als Service-Opposition in Haushaltsberatungen und in dieser Legislatur Ihnen sicherlich eine ganze Menge von Vorschlägen mit an die Hand geben, was MINT-Investitionen angeht, frühkindliche Bildung und effektive Digitalisierung. Ich hoffe, dass wir da zusammenkommen. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Mayer. Christoph Mayer war das für die FDP-Fraktion. Nach ihm jetzt Gesine Lötsch, Sprecherin für Haushaltspolitik und gleichzeitig stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am 4. Oktober 1957 ereilte die USA etwas, was in die Geschichte als Sputnik-Schock eingegangen ist. Was war geschehen? Der damaligen Sowjetunion war es gelungen, ein unbemanntes Raumschiff, den Sputnik, ins All zu schicken. Niemand in den USA hatte das der Sowjetunion zugetraut. Die Schlussfolgerungen allerdings in den USA waren bemerkenswert und für uns heute noch lehrreich. Es wurde nämlich ein breites Stipendienprogramm aufgelegt, und zwar ausdrücklich für Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien. Man hatte erkannt, dass es nicht reicht, dass sich die Eliten nur immer wieder aus sich selbst schöpfen. Und ich finde, diese Idee müssen wir wieder aufgreifen, meine Damen und Herren.
Die Bildungsmauer zwischen oben und unten in unserem Land ist hoch, unverantwortlich hoch. Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien beginnen statistisch gesehen 79 ein Hochschulstudium. Bei Nicht-Akademikern schaffen es gerade mal 27 von 100 Kindern den Sprung an die Hochschule. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Und an der Ungleichverteilung der Aufstiegschancen hat sich in den letzten 11 Jahren kaum etwas verändert. Frau Ministerin, es ist Ihre Aufgabe, diese Bildungsmauern endlich niederzureißen. Für Eltern, die wenig Geld haben, bedeutet ein Stipendium der Kinder ein großes Risiko. Und das darf nicht sein. Und darum fordert die Linke ein elternunabhängiges BAföG. Wir können das finanzieren, wenn wir uns von der roten Null verabschieden und Reichtum endlich gerecht besteuern. In der Wissenschaft selbst und in der Gesellschaft insgesamt wird über eine Glaubwürdigkeitskrise der Wissenschaft diskutiert. Ja, wir müssten Wissenschaft neu denken. Frau Ministerin, Sie haben in mehreren öffentlichen Veranstaltungen die Wissenschaft aufgefordert, stärker zu kommunizieren und zu erklären. Doch ich glaube, wir haben nicht nur ein Kommunikationsproblem. Ich möchte mit Erlaubnis des Präsidenten an dieser Stelle den Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber zitieren. Er schreibt in der Auseinandersetzung mit Donald Trump und den Leugnern des Klimawandels, ja, da melden sich die Richtigen zu Wort, Zitat, die Gründungsväter der Aufklärung erklärten mit Nachdruck, dass Erkenntnis ohne Ethik wertlos ist. Diese Ethik stellt an die Forschung zwei Ansprüche, nämlich sich bei der Suche nach der Wahrheit nicht von Interessen beeinflussen zu lassen und die aufgefundenen Wahrheiten nach Maßgabe der humanistischen Werte in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Das bedeutet, Mitverantwortung für die Nutzung der eigenen Erkenntnisse zu übernehmen. Und dem kann ich nur voll zustimmen, meine Damen und Herren. Im Augenblick muss sich die Wissenschaft gegen Falschmeldungen wehren, aber sie muss sich auch gegen einen großen Verwertungsdruck wehren. Und da müssen wir als Politikerinnen und Politiker an ihrer Seite stehen und die Wissenschaft dafür schützen, dass sie von Konzernen immer mehr in ihren Dienst gezwungen wird. Wir wissen doch alle, meine Damen und Herren, dass das, was für VW oder BASF gut ist, auch automatisch für die Gesellschaft gut sein muss. Das ist nicht so. Und wir brauchen keine Appelle der Bundesregierung an die Wissenschaft. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hangeln sich von einer befristeten Stelle zur nächsten. Das darf nicht so weitergehen. Sie sind gezwungen, wertvolle Zeit mit endlosen Projektanträgen und zur Einwerbung von Drittmitteln zu verschwenden. Im Grundgesetz steht, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Aber wir stellen fest, und das muss ich hinzufügen, nicht frei von den Gesetzen des Kapitalismus. Mein Appell, verteidigen wir das Grundgesetz, und zwar in seinem Wortlaut. Vielen Dank. Gesine Lötsch und ihre kritische Auseinandersetzung mit diesem Haushalt, der gerade in Rede steht, derjenige für Bildung und Forschung. Kai Gehring für Bündnis 90 Die Grünen ist der nächste Redner. Er ist Sprecher für Forschung, Wissenschaft und Hochschule seiner Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ministerium für Bildung und Forschung müsste eigentlich das Gerechtigkeits- und Innovationshaus schlechthin sein. Die Wirklichkeit ist leider eine ganz andere. Bildung und Forschung haben keine Priorität der kleinen GroKo. 46 Milliarden Euro wollen Union und SPD per Gießkanne in dieser Wahlperiode zusätzlich ausgeben. Nur kümmerliche 6 Milliarden davon sind für Bildung, Forschung, Hochschulen und Digitalisierung vorgesehen. Was für ein Armutszeugnis. Wir wollen, dass Deutschland Spitze wird bei Investitionen in Bildungsgerechtigkeit, Forschung und Innovation. Wir sagen, Zukunft darf nicht von Herkunft abhängen. Und ich kann beispielhaft nur drei Fragen ansprechen, die Sie bei Bildungsgerechtigkeit nicht beantworten. Erstens, beim BAföG geht es weiter bergab. Knapp 20 Millionen weniger sind in Ihrem Haushalt eingeplant. Das zentrale Instrument für Bildungsaufstieg verkümmert Jahr um Jahr. Das ist blamabel. Und noch in diesem Haushalt muss endlich die Trendwende kommen. Das BAföG muss zum Wintersemester rauf. Zweitens. Ministerin Karliczek schweigt zum Megathema Integration durch Bildung. Wir, Länder, Kommunen, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Ehrenamtler vor Ort, alle ackern weiter daran, dass Integration gelingt.
Die Programme für Geflüchtete an Hochschulen sind ein Erfolg, der freut. Aber es braucht mehr Sprachkurse und Integrationsförderung von der Kita bis zur Uni. Und je entschlossener wir in Chancen für alle investieren, desto mehr Erfolgsgeschichten schreiben Menschen, die Deutschland ihre alte und neue Heimat nennen. Bildung ist das A und O für Integration. Also anpacken und weiterfinanzieren, Frau Ministerin. Drittens, nichts hat Frau Karliczek vorzuweisen, wie sie duale Ausbildung konkret stärken will. Dabei wachsen Ausbildungslosigkeit, Ausbildungsabbrüche, Vertragslösungsquoten und Warteschleifen, nicht aber die Finanzmittel für Berufsbildung. Es braucht mehr als schöne Worte über Ausbildung. Jugendliche brauchen eine Offensive, damit mehr Betriebe ausbilden und alle einen guten Ausbildungsplatz finden. Stillstand auch beim Digitalpakt Schule, verkündet 2016. Nun wollen Union und SPD erstmal unser Grundgesetz ändern, bevor überfällige digitale Mittel fließen können. Legen Sie endlich einen Zahn zu, liebe GroKo, und sprechen Sie mit der Opposition, wie wir unsere Verfassung gemeinsam für beste Bildung fit machen, denn nur mit uns gibt es die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Wir sagen, Bund und Länder sollen hürdenfrei zusammenarbeiten dürfen, zum Wohle der Chancen aller Kinder, durch verlässliche, dauerhafte Finanzierung und mehr Qualität und Vergleichbarkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, rund 17,5 Milliarden Euro sollen in diesem Haushalt für Bildung und Forschung ausgegeben werden. Mehr als doppelt so viel geht schon jetzt für Waffen, Rüstung und Verteidigung drauf. Anstatt den Verteidigungsetat weiter aufzublähen, müssen wir mehr investieren, unter anderem in multilaterale Diplomatie, zivile Krisenprävention, in Friedens- und Konfliktforschung. Deutschland muss Wissenschaftsnation und Friedensmacht sein, und das muss sich im Forschungsetat niederschlagen. Erst recht, weil selbst Bündnispartner krasse Irrwege einschlagen. So hat US-Präsident Trump in diesen Tagen das NASA-Klimaprogramm gestrichen, das Daten zum Ausstoß von Treibhausgasen aufzeichnet. Das findet nur die AfD gut. Aber das ist doch ein völlig irres Motto. Wenn du dein Fieber loswerden willst, wirf einfach das Thermometer weg. Da erwarten wir von der Bundesregierung Widerspruch und beherztes eigenes Handeln. Den wissenschaftsfeindlichen Kahlschlag der USA müssen wir mit einem forschungspolitischen Aufbruch hierzulande kontern. Und damit meine ich nicht Ihren neuen Haushaltstitel Künstliche Intelligenz, für den Sie 0 Euro in diesem Haushalt eingestellt haben, sondern ich meine, als kreatives Land der Wissenschaft müssen wir unsere leistungsstarke Landschaft universitärer und außeruniversitärer Forschung deutlich stärken. Und als Grüne im Bundestag fordern wir mehr Forschung zur Lösung großer globaler gesellschaftlicher Herausforderungen. Einerseits technologieoffen und im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen und Klimaschutzzielen. Also los, Frau Ministerin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz bester Ausgangslage kommen Investitionen in Bildung und Forschung einfach zu kurz. Ich habe Zweifel, dass die kleine GroKo ernst macht, wirklich 3,5 Milliarden Euro des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung auszugeben. Es ist auch ein großer Fehler, dass Sie sich im Koalitionsvertrag vom 7%-Ziel für Bildung verabschiedet haben. Unseren Kindern können wir ein unterfinanziertes Bildungssystem nicht zumuten. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Das mache ich gerne, denn wir wollen, dass Deutschland endlich aufrückt zu den Spitzenländern für Bildungsinvestitionen und Gerechtigkeit. Und wir wollen höhere Investitionen, um Pionierland für technische, soziale und ökologische Innovation zu werden. Alles andere ist ein Haushalt ohne Zukunft. Deutschland solle mehr tun, als um eine Wissenschaftsnation zu werden und eine Friedensnation. Nach wie vor werde doppelt so viel Geld ausgegeben für Waffen wie für Bildung, beklagt Guy Gehring, Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner Albert Rupprecht, CDU, CSU. Neu im Parlament, 100 Tage braucht, um sich einzuarbeiten, aber nach inzwischen, ich glaube, 235 Tagen, sollten Sie zumindest verstanden haben, was die Aufgaben sind, die wir hier im Deutschen Bundestag haben. Sie reden hier bei jeder Debatte und auch im Ausschuss von der Schulbildung. Und das ist genau der einzige Bereich, für den wir eben nicht zuständig sind, für den sind die Länder zuständig.
Sie sollten sich entscheiden, ob Sie im Deutschen Bundestag mitarbeiten wollen oder ob Sie im Berliner oder im Sächsischen Landtag mitarbeiten wollen. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, der Haushalt 2018 liegt in der Tradition der Linie seit 2005, seit wir 2005 die Regierung übernommen haben. Und auch Herr Mayer, auch an Sie gerichtet, das durchaus Verständnis, wenn man neu ist, kennt man nicht die gesamte Historie und weiß nicht mit jedem Paket sofort etwas anzufangen und auch einzuschätzen, was das für eine Bedeutung hat. Aber nochmal die Zahlen. Was haben wir seit 2005 gemacht? Wir haben die Mittel in diesem Bereich dramatisch massiv erhöht. Wo Sie auf der Welt unterwegs sind, wird das wertgeschätzt und wird gesagt, Deutschland ist in Wissenschaft, Forschung wieder in der Weltspitze mit dabei. Die Zahlen seit 2005. Der BMBF-Haushalt ist um 132% gestiegen. Das ist eine beeindruckende Zahl. Das ist ein Spitzenwert, sehr geehrte Damen und Herren. Und nicht nur die Zahlen. Wir haben Strukturreformen von Seiten des Bundes angestoßen, wo wir Zuständigkeiten auch hatten. Eben nicht über Themen diskutiert, die nicht unsere Zuständigkeit sind in einer föderalen Struktur. Wo wir Zuständigkeiten haben, wo wir Strukturreformen angestoßen haben, die das gesamte Wissenschaftssystem auf eine neue architektonische Grundlage gestellt haben. Beispielsweise Wissenschaftsfreiheitsgesetz, ein weitreichender Beschluss, die Hightech-Strategie, tiefgreifend, alle Ressorts arbeiten zusammen, Exzellenzinitiative und heute Exzellenzstrategie, ein Meilenstein historischer Dimension für die Hochschulen in Deutschland, die Hochschulpakte. Wissen Sie, was der Betrag der Hochschulpakte ist? Und da wird gesagt, da wird nichts gemacht. Ja, wo sind wir denn? Der Hochschulpakt, Geld des Bundes von 2007 bis 2023, summa summarum nur das Bundesgeld. 20,2 Milliarden Euro. 20,2 Milliarden Euro. Und das sind Beiträge gewesen, die wir von Seiten des Bundes, obwohl es nicht unsere Hauptaufgabe gewesen wäre, in der Tat primär Länderaufgabe, aber wir haben mit angeschoben, um Sachen anzustoßen, beispielsweise die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Hochschulen um 48% seit 2007 gestiegen. Das sind alles Ergebnisse, Leistungen, die wir gemeinsam gepackt haben. Noch eine Zahl. Pakt für Forschung und Innovation für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Einen verlässlichen Aufwuchs von 3 und 5%. Wo gibt es diese Verlässlichkeit weltweit? Fahren Sie mal zu den großen Einrichtungen in die USA. Die sagen, Geld haben wir viel, aber es wird immer weniger. Und Verlässlichkeit haben wir keine. Die unseren haben Verlässlichkeit und haben eine Steigerung seit 2005 um sage und schreibe 207% gekriegt. Das ist alles viel Substanz und das ist alles viel Holz, sehr geehrte Damen und Herren. Und das wäre ohne das Engagement der von uns geführten Bundesregierung seit 2005 in den Regierungszeiten mit der FDP und in den Regierungszeiten gemeinsam mit der SPD in keinster Weise möglich gewesen. Und auch im Haushalt diesen Jahres und der nächsten Jahre in dieser Legislatur gehen wir genau diesen Weg weiter. Der Haushalt in diesem Jahr ist, wenn man den genau anschaut und wenn man nicht bloß oberflächlich drüber geht, sondern wenn man die Zahlen anschaut, wenn man nämlich diese doppelten Abiturjahrgänge rausrechnet und der Hochschulpakt ist ausfinanziert, wenn man den Effekt rausrechnet, ist faktisch der Haushalt gestiegen um 569 Millionen, fast um eine halbe Milliarde Euro in einem Jahr, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist Substanz und das ist Holz und mit dem kann man was machen. Und an der Stelle Gratulation an die neue Ministerin, dass sie das auch gleich durchgesetzt und hingekriegt hat, gemeinsam mit dem Finanzminister. Aber es ändert nichts daran, es gibt auch was zu tun. Ich wollte eigentlich drei Bereiche ansprechen. Die Ministerin hat mir ein paar Minuten von meiner Redezeit geklaut, deswegen muss ich mich kürzen. Ich mache es auch ein Stück staccato. Erstens das Thema Transfer. Wir geben der Wissenschaft massiv mehr Geld, wir erwarten aber auch im Gegenzug massiv mehr Ergebnisse. Und das heißt nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch Anwendungen, Produkte, Dienstleistungen, Transfer eben. Und wenn das EFI-Gutachten uns sagt, mehr Geld geben wir, aber die Innovationskraft des Mittelstandes sinkt dramatisch, dann stimmt da etwas nicht. Dann können wir uns mit dem nicht zufrieden geben. Und wenn der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft bei uns im Ausschuss sagt, es sei ein großer Erfolg, dass die Ausgründungen inzwischen auf 17 pro Jahr angestiegen sind, 17, bei einer Organisation mit 38.000 Mitarbeitern, sehr geehrte Damen und Herren, mit Verlaub gesagt, das ist viel, viel, viel zu wenig, um es nur einmal bei einem Punkt hochzuziehen. Wir müssen uns orientieren am internationalen Maßstab, der da ist. Standorte wie Boston, wie Stanford, wie Tel Aviv und andere Standorte, wo man sieht, was aus wissenschaftlicher Kenntnis
in einer guten Vernetzung, mit einer guten Struktur auch an Ergebnissen für die Bevölkerung erzielt werden kann. Und ich bedanke mich auch da schon, und wir sind außerordentlich froh, dass die Ministerin auch zu diesem Thema, genauso wie zum Thema beruflicher Bildung, das wäre einer der weiteren Punkte von mir gewesen, den ich aber jetzt streichen muss, gesagt hat, auch das wird für mich einer der Schwerpunkte sein, dass wir da auf derselben Linie liegen. Unsere Position ist im Übrigen, dass das Forschungsbildungsministerium zukünftig eigentlich heißen sollte Ministerium für Forschung, Bildung und Transfer. Das war in den Koalitionsverhandlungen nicht mehrheitsfähig, aber wir arbeiten an dem Thema weiter. Wir glauben, bei all diesen Pakten, die verlängert werden in den nächsten Jahren, insbesondere Pakt für Forschung und Innovation, dass der Aspekt des Transfers im Zentrum mit verankert sein muss, nicht als 16. Spiegelstrich, sondern Zentrum. Und ich sage für uns als Fachpolitiker, wir werden haushalterisch nur die Hand reichen zur Verlängerung dieser Pakte, wenn dieser Gedanke, substanzielle Stärkung des Transfers, zentral, wirkungsvoll und auch nachkontrollierbar in diesen Verträgen verankert ist. Ein Thema noch in aller Kürze, Diskussion zur Verfassungsänderung, eine weitreichende Diskussion. Und ich glaube, wir sollten über die oberflächlichen Begrifflichkeiten in die Tiefe einsteigen bei diesem Thema. Der Begriff Kooperationsverbot ist ein, ich sage mal, genialer linker Kampfbegriff, dass die FDP darauf mit aufspringt. Stelle ich mir die Frage, wieso? In der Sache ist er falsch und er ist gefährlich, weil er nämlich den Eindruck erweckt, wir bräuchten ja bloß dieses üble Kooperationsverbot irgendwo abschaffen und dann hätten wir riesen Qualitätssprünge in unserem Bildungswesen. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist eine ideologische Verkürzung, die grottengefährlich ist, vollkommen falsch ist und der Komplexität unseres Bildungswesens in keinster Weise gerecht wird. Es gibt, der Herr Präsident blinkt hier schon, ganz kurz zwei Punkte in aller Kürze. Es gab noch nie so viel Kooperation wie im Jahr 2018, ich sage mal die Zahl 2002, gab es einen Betrag von 4,8 Milliarden, wo Bund und Länder gemeinsam Wissenschaft unterstützt haben. Wir haben jetzt im Jahr 2015, die letzten Zahlen, die uns jetzt abschließend vorliegen, 13,4 Milliarden. Das heißt, eine Verdreifachung. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die Nonsens von sich geben, es gäbe ein Kooperationsverbot, da würde nicht kooperiert. Es gibt Kooperation, nur mit klaren Zuständigkeiten. Und wenn wir die Verfassung ändern, dann müssen wir genau darauf sauber achten. Wir machen das, wir werden das mittragen, aber es muss geklärt sein, dass Subsidiarität, Dezentralität weiterhin gegeben ist. Der Bund soll das machen, wo er Mehrwert und Beitrag leisten kann. Ist zu Ende. Ich weiß, Entschuldigung, wo er substanziell einen mehrwertigen Beitrag leisten soll. Und darüber hinaus ist es zum Glück in der föderalen Struktur weiterhin Aufgabe der Länder, die Schulpolitik zu betreiben. Dankeschön. Der Kollege Dr. Albert Rupprecht war das für die CDU-CSU-Fraktion, deren forschungs- und bildungspolitischer Sprecher er ist. Unter anderem hat er sich hier für eine Beibehaltung des sogenannten Kooperationsverbotes ausgesprochen. Das sei durchaus sinnvoll. Michael Espendiller für die AfD-Fraktion ist der nächste Redner. Liebe Grüninnen, wir haben heute schon so einiges von den großartigen Segnungen dieses Bildungsetats gehört. Da kommt gleich noch was Besseres. Wir reden hier von 17,5 Milliarden Euro. Die Bundesregierung erhebt damit den Anspruch, dass, Zitat, unser Land die beste Bildung für unsere Kinder bekommt. Wird das mit diesem Haushaltsentwurf erreicht? Im Haushaltsplan gibt es einige gute und einige schlechte Ansätze. Ein positives Beispiel, 331 Milliarden Euro sollen in die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung fließen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Ein negatives Beispiel, finanziert wird ebenfalls das Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam, das maßgeblich am Klimaschutzplan 2050 mitgewirkt hat. Eine Mitarbeiterin, nennen wir sie Frau E., bezeichnet Windkraftgegner und Kritiker der Energiewende als, Zitat, Wissenschaftshasser. Frau E. muss es wissen, denn schließlich hat sie die geballte Kompetenz als Umweltsoziologin. Ja. Jetzt mal kurz als Erklärung, warum ich das kritisiere. Wenn Sie sich mal angucken, wie Klimamodelle funktionieren, das ist ein komplexes System von Differentialgleichungen, gewöhnliche, ordinäre. Und da fehlt einfach das Rüstwerkzeug. Eine Umweltsoziologin kriegt das nicht im Detail hin. Und dann so eine Kritik zu machen, das ist unwissenschaftlich. Kritiker werden diffamiert und das lassen wir nicht zu. Dieses Institut soll jetzt mit 250.000 Euro zusätzlich gefördert werden. Wir sagen, das ist zu unwissenschaftlich. Weg damit. Ein anderes Thema, das ist das Verhältnis zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Frau Kalitschek hat es angesprochen. Es beginnt fast 60% eines Jahrganges ein Studium. Handwerker und Kleinunternehmer beklagen sich über immer geringeres Interesse an Ausbildungsberufen. Sind mittlerweile in Bildungskultur angekommen. Promovierter Mathematiker, deswegen kann ich über Differentialgleichungssysteme und Klimamodelle reden. Ja?
Die Ausbildungsberufe genießen immer eine geringere Wertschätzung. Es herrscht oft die Meinung, dass man ohne Studium weniger wert ist. Und das ist so fatal wie falsch, weil es nachher zu viele Jugendliche in die Universitäten treibt. Damit beginnt ein Verdrängungswettbewerb, wo der studierte Betriebswirt nachher den gelernten Kaufmann ersetzt. Diese Fehlentwicklung erkennen wir. Wir erkennen allerdings im Haushaltsentwurf keine ernsthaften Bemühungen. Ich habe mir mal angeguckt, welche Fördermaßnahmen wir für Studenten haben und welche für Ausbildung. Wenn man sich die der Studenten anguckt, da kommen wir auf ca. 4 Milliarden Euro. Guckt man sich die der Ausbildungsberufe an, haben wir 3 Positionen mit 400 Millionen Euro. Begabtenförderung bei den Handwerksberufen 50 Millionen, bei den Studenten 260 Millionen, also Faktor 5. Frau Kadicek, ich zitiere Sie, es ist Ihnen ein persönliches Anliegen, die berufliche Bildung wieder die Wertschätzung erhält, die sie verdient. Das ist in dem Haushaltsentwurf nicht sichtbar. Es bleiben aber noch viele Fragen offen. Die größte bildungspolitische Herausforderung haben wir heute noch viel zu wenig erwähnt. Das ist die Migration. Natürlich. Um Sie mal mit etwas Realität zu konfrontieren. Die Autorin Ingrid Freimuth, sie ist Diplompädagogin, hat 40 Jahre an Haupt- und Realschulen gelehrt. Sie hat letztens ein Buch rausgebracht, Lehrer am Limit, warum die Integration scheitert. Die FAZ hat vor ein paar Tagen darüber berichtet. Und ich zitiere jetzt aus diesem Artikel, Frau Freimuth kritisiert, Zitat, eine immer schwierigere und heterogene Schülerschaft in überfüllten Klassen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, in denen einige Alpha-Exemplare der männlichen Schülerschaft den Ton angeben. Ihnen ist mit deeskalierenden verbalen Mitteln nicht beizukommen. Sie verstehen nur das Prinzip der Rangordnung und das Recht des Stärkeren. Das sagt eine Lehrerin. Sie hat Erfahrung, sie kriegt das vor Ort mit. Weiter kritisiert sie die sozialstaatliche Verhätschelung, mit der einer bestimmten Klientel systematisch Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative abtrainiert wird. Das reicht auch noch weit über die Schule hinaus. Sie wirft den Politikern vor, dass die Lehrerschaft mit diesem Problem alleine gelassen wird. Wie gesagt, das sagt eine Lehrerin, die 40 Jahre Erfahrung hat. Auch in diesem Haushaltsentwurf gibt es keine Lösung für dieses Problem. So, wir lassen im Prinzip unsere Lehrer alleine. Frau Freimuth setzt sich für ihre Schüler ein. Sie will Verantwortung übernehmen. Sie hat in ihrer Freizeit Nachhilfe gegeben und war wirklich bemüht, den Kindern was beizubringen. Aber, wir haben gerade die Beschreibung gehört, das kriegt sie nicht mehr hin. Und die Probleme werden hier in Berlin nicht gehört. Und da muss ich auch sagen, Frau Kalitschek, das ist sicherlich keine Lösung, Tablets und Whiteboards zu kaufen für die Schulen. Digitalisierung hilft ihnen nicht weiter, wir müssen die Ursache der Probleme angehen. Und um nochmal auf die Grünen kurz einzugehen, Sie haben gerade Integrationskurse erwähnt. Gucken Sie sich mal die Zahlen des Bundesministeriums für Migration an. Wir geben 600 Millionen Euro aus für Integrationskurse. Circa die Hälfte der Teilnehmer kommt nicht durch. Die kommen da zum Teil gar nicht mehr hin. Das heißt, diese Maßnahme funktioniert nicht. Da müssen wir mit mehr Zwang ran, muss man ganz klar sagen. Wer diese Integrationskurse nicht besucht, dem gehören Leistungen gekürzt. Und diese Probleme werden hier ignoriert. Wir denken an Frau Freimuth, die Lehrerin. Wie wollen wir denn auch diese Probleme hören? Leider werden zu den Ausschusssitzungen nur Präsidenten großer Forschungseinrichtungen eingeladen, um über ihre Arbeit zu berichten. Kleine Leute finden dort kein Gehör. Wir freuen uns, dass wir das bald ändern können. Und ich freue mich auch bald, wenn Sie Ihre Denkblockade lösen, damit wirklich bessere Bildung für unsere Kinder auch tatsächlich ermöglicht wird. Wir sind es unseren Kindern schuldig. Herzlichen Dank. Soweit Michael Espendiller für die AfD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Sven Schulz für die SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich sehr, erneut Berichterstatter im Haushaltsausschuss für den Etat Bildung und Forschung zu sein. Gerade in diesem so wichtigen Bereich ist es ein Vergnügen, immer wieder neue Initiativen zu unterstützen. Und so sieht der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD erneut wichtige haushaltsrelevante Maßnahmen vor. Stichworte sind frühkindliche Bildung, Programm Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung, Digitalpakt Schule, Nachfolge des Hochschulpaktes, deutliche Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, 3,5% Ziel, Verbesserung des BAföG für Schüler und Studierende sowie des Meister-BAföG für die berufliche Bildung und manches mehr. In der Summe sind das, lieber Kai Gehring,
über 15 Milliarden Euro, über 15 Milliarden Euro zusätzlich für Bildung und Forschung in dieser Legislaturperiode, eine Kraftanstrengung, mit der wir auch im internationalen Vergleich blendend dastehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und so fällt die Kritik, die Finanzplanung der Bundesregierung sehe zu wenig für Zukunftsinvestitionen vor, in sich zusammen. Keine Regierungskoalition in der Geschichte der Bundesrepublik hat je so viel für Bildung, Wissenschaft und Forschung getan, wie es diese tun wird. Keine Bundesregierung. Und in Abwandlung eines berühmt gewordenen Berliner Spruches sage ich, der Etat des Ministeriums für Bildung und Forschung ist reich und sexy. Sexy, weil so viele gute und spannende Maßnahmen gefördert werden. Ich bin ja Berliner Abgeordneter, also eigentlich Spandauer, aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Ich sehe in Berlin, und das lässt sich auf viele Städte und Regionen übertragen, wie wichtig die Hochschulwissenschafts- und Forschungslandschaft ist. Die Investitionen in Bildung und Forschung, die lohnen sich. Es werden immer wieder Debatten über die außerordentlich starke wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands geführt. Woher kommt diese Stärke? Es gibt da sicher viele Faktoren. Einen wichtigen Beitrag haben die Investitionen in Bildung und Forschung geleistet. Seit Rot-Grün 1998 haben die verschiedenen Regierungen einen Schwerpunkt darauf gelegt. Und das Ergebnis sehen wir eben auch in Wirtschaftswachstum, im Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen, in besseren Chancen für die Bürgerinnen und Bürger. Politik für Bildung und Forschung, das ist Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Sozial- und Gerechtigkeitspolitik erster Güte und bleibt darum Hauptthema auch für die nächsten Jahre. Nun sind wir eine Koalition aus verschiedenen Parteien. CDU, CSU und SPD eint ein gemeinsames Arbeitsprogramm für Bildung und Forschung, auf das wir uns im Koalitionsvertrag verständigt haben. Aber natürlich setzen wir an einigen Stellen unterschiedliche Akzente. Aus SPD-Sicht will ich hier hervorheben, auch ganz persönlich, nach jahrelangem Einsatz hier im Bundestag, endlich, Herr Ruprecht, endlich haben wir die Initiative für die Streichung des Kooperationsverbotes in der Bildung vereinbart. Endlich. Und ich werbe dafür. Und ich werbe dafür, dass es tatsächlich eine entsprechende Mehrheit für die Grundgesetzänderung hier im Bundestag und dann im Bundesrat geben wird. Bildung ist die wichtigste Ressource, die stärkste Kraft dieses Landes. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten, Kommunen, Länder und eben auch der Bund, um die Bildung zu stärken. Karl Lauterbach hat auf die Notwendigkeit hingewiesen. Immer wieder höre ich, gerade aus den Reihen von CDU und CSU, der Bund ist nicht zuständig für die Schulen, sondern die Länder. Föderalismus. Ja, klar. Aber die Bürger wollen doch nicht hören, wofür wir nicht zuständig sind, sondern was wir machen, welche Probleme wir lösen, was wir erreichen. Und es gibt ja genügend zu tun. In der letzten Legislaturperiode haben wir schon die Förderung von Schulsanierungen für finanzschwache Kommunen vereinbart und 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Jetzt legen wir weitere Programme auf, 2 Milliarden Euro für die Ganztagsbetreuung und 3,5 Milliarden in dieser Wahlperiode, insgesamt 5 Milliarden für den Digitalpakt Schule. Ja, der Digitalpakt, er wird endlich realisiert. In der letzten Periode wurde nur darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass die Schulen den digitalen Wandel nicht verpassen. Aber die Finanzierung wurde nicht gesichert. Jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sogar zusätzliche Mittel für den Digitalfonds noch in diesem Jahr vorgeschlagen. Ein starkes Signal. Wir schalten die Ampel jetzt endlich auf grün. Frau Ministerin, Sie haben jetzt freie Bahn. Machen Sie was draus. Uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten liegt die soziale Bildungsfinanzierung seit jeher besonders am Herzen. Bildung darf nicht am schmalen Geldbeutel scheitern. Und darum ist es auch so gut, dass wir uns gemeinsam in der Koalition eine erneute BAföG-Reform für Schüler und Studierende vorgenommen haben. Und gleichzeitig ist uns die berufliche Bildung genauso wichtig, weswegen wir auch das sogenannte Meister-BAföG weiter stärken und in die Bildungsstätten und die Berufsorientierung investieren werden. Wir fördern internationale Spitzenforschung. Aber wir kümmern uns auch um die Kitas.
Wir unterstützen Wissenschaftler, gerade auch Nachwuchswissenschaftler, aber eben auch diejenigen, die Probleme haben mit dem Schreiben, dem Lesen, dem Rechnen. Es geht uns in der Forschung um Hochtechnologie, um Gesundheit, Umwelt, Mobilität, Sicherheit, wie auch um Geisteswissenschaften. Das ist eine faszinierende Vielfalt, also wenn das nicht sexy ist, Kolleginnen und Kollegen. Und möglich wird das alles nur durch das großartige Engagement und die hellen Köpfe derjenigen, die lehren, ausbilden und forschen. Das sind Menschen, denen wir alle Dank schulden und eben auch Unterstützung, wenn es um ihre Arbeitsbedingungen geht. Gute Arbeit und Anerkennung von der Kita bis zur Forschungseinrichtung ist unser Anspruch, und dafür werden wir auch weitere Initiativen ergreifen. Kolleginnen und Kollegen, ich bin gespannt auf die weiteren Beratungen. Schließen möchte ich mit dem, was Bundesfinanzminister Olaf Scholz gesagt hat. Der Haushalt ist solide, gerecht und zukunftsorientiert. Und für diesen Einzelplan betone ich nochmal, er ist auch sexy. Herzlichen Dank. Sven Schulz war das für die SPD-Fraktion, der hier hervorgehoben hat, was alles ganz gut funktioniert in diesem Etat, und zwar schon seit Jahren. Nach ihm jetzt Katja Suding für die FDP-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, Sie und natürlich auch Ihre Ministerkollegen wollen die Ausgaben für Sozialleistungen bis 2022 um 23 Milliarden erhöhen, aber die Investitionen in Bildung und Forschung in diesem Jahr kürzen. Sie können sagen, in diesem Jahr schrumpft das nur ein bisschen und dann geht es irgendwann auch wieder bergauf. Aber genau das ist doch schon ein riesengroßes Problem. Über Jahrzehnte hinweg haben alle regierungstragenden Fraktionen die Bildungsausgaben erhöht. Mal ging das schneller, mal langsamer, aber es ging immer nach oben. Und das musste auch so sein. Sie aber bringen es jetzt fertig, sich irgendwo in der Mitte auf einem Plateau auszuruhen, obwohl wir ganz dringend zur Spitze aufschließen müssten. Denn es geht um alles oder nichts. Nur mit einer gewaltigen Kraftanstrengung in Bildung und Forschung kann dieses Land seinen Wohlstand verteidigen. Der wichtigste Faktor in der Wirtschaft von morgen sind weder Arbeit noch Rohstoffe noch Kapital. Wissen entscheidet über das Schicksal ganzer Volkswirtschaften und jedes Einzelnen. Nur Wissen eröffnet Chancen. Und deshalb ist Bildung die alles entscheidende Frage unserer Zeit. Und das muss sich auch im Haushalt abbilden, meine Damen und Herren. Für die Rente gibt es ja bald schon 100 Milliarden Euro jährlich, aber für den Digitalpakt Schule stellen Sie in diesem Jahr nicht einen einzigen Cent ein. Nicht die versprochenen 5 Milliarden Euro, nicht die reduzierten 3,5. Und Ihr Finanzminister hat ja nun ganz vage einen Fonds von 2,4 Milliarden für die Digitalisierung ganz allgemein angekündigt. Und Frau Ministerin, Sie haben in Ihrer Rede versäumt, die war ja eigentlich lang genug, ganz konkret zu sagen, was das denn für die Schulen überhaupt heißt. Wir haben da noch eine ganze Menge Fragen. Wie viel Geld von diesen 2,4 Milliarden soll dann überhaupt in die Bildung gehen? Wofür kann das Geld tatsächlich investiert werden? Und am wichtigsten, wann geht es denn endlich los? Wir brauchen Geld für die Digitalisierung in den Schulen. Wir brauchen viel, viel Geld, und zwar nicht nur einmal, sondern auf Dauer. Frau Karliczek, Ihre Vorgängerin wurde vom Finanzminister ausgebotet. Passen Sie auf, dass Ihnen nicht das Gleiche passiert. Setzen Sie die Chancen unserer Kinder nicht aufs Spiel. Und auch bei der beruflichen Bildung investieren Sie nicht. Sie spielen auf Zeit. Anstatt endlich zu handeln, lassen Sie nun eine Enquete-Kommission diskutieren. Wissen Sie, wie lange die im Durchschnitt braucht? Die braucht 4 Jahre. Wir brauchen aber jetzt eine Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung. Wir brauchen jetzt die Unterstützung von Berufsschulen und Betrieben bei digitalen Ausbildungsangeboten. Wir brauchen jetzt Berufsbilder für das digitale Zeitalter. Wir müssen jetzt Weiterbildungsangebote zertifizieren und ein Midlife-BAföG einführen. Da sind Sie einfach viel zu langsam, Frau Ministerin. Und auch in Wissenschaft und Forschung haben Sie keinen Ehrgeiz. Viel zu viele unserer talentiertesten Forscher, Doktoranden, Postdocs und Professoren, die sehen und die nutzen bessere Chancen im Ausland. Die Besten der Welt, die bleiben doch nicht bei uns wegen des schönen Wetters oder der tollen Strände. Wir müssen ihnen die besten Bedingungen und die größten Freiheiten bieten, gerade bei Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz. Denn jeder Vierte, der geht,
der kommt nicht zurück. Wir müssen weitaus größere Anstrengungen unternehmen, die talentiertesten Köpfe aus aller Welt für Deutschland zu begeistern. Wir brauchen eine ganz neue Anwerbungs- und Willkommenskultur für Wissenschaftler, meine Damen und Herren. Und was glauben Sie eigentlich, warum mittlerweile über 80.000 Deutsche im Silicon Valley arbeiten? Die sind da, weil sie dort mit wissenschaftlichen und technologischen Durchbrüchen wirtschaftlich erfolgreich sein können. Machen Sie das auch in Deutschland möglich. Geben Sie Mittel frei für eine deutsche Transfergemeinschaft nach dem Vorbild der deutschen Forschungsgemeinschaft. Setzen Sie Ihre Ankündigung zur Gründung einer Agentur für Sprunginnovationen um, dass Sie diese Idee aufgreifen. Das findet Zustimmung in Fachkreisen, auch bei uns übrigens. Aber es findet eben keinen Niederschlag im Haushaltsentwurf. Entfesseln Sie endlich unser Potenzial in der Wissenschaft für unseren Wohlstand. Meine Damen und Herren, wir brauchen Tempo. Hören Sie auf, darüber zu diskutieren, ob Hartz IV oder das bedingungslose Grundeinkommen die bessere Antwort auf den technologischen Wandel ist. Machen Sie die Menschen fit für eine Arbeitswelt der Zukunft, in der sich jeder Wohlstand durch eigene Leistung aufbauen kann. Smart Schools, exzellente berufliche und hochschulische Bildung, Forschungstransfer in die Wirtschaft und ein klares Bekenntnis zu Innovation und Forschungsfreiheit. Das sind Ihre Aufgaben, und nur so verteidigen wir alle gemeinsam unseren Wohlstand und die Chancen jedes Einzelnen. Vielen Dank. Katja Suding, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, die hier in den verschiedenen Bereichen von Bildung und Forschung mehr Investitionen angemahnt hat. Nach ihr Birke Bull-Bischoff für die Linksfraktion. Herr Präsident, Frau Ministerin, Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland, und wir sind alle miteinander weit entfernt davon, dass Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt und kompetent mit Chancen und Risiken in einer digitalisierten Umgebung umgehen können. Ich will drei Punkte nennen, die für uns wichtig sind. Zum Ersten, es braucht Infrastruktur und Ressourcen, und man möchte sagen, endlich, meine Damen und Herren, aber mit Verlaub, 3,5 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode, 3 Jahre haben wir noch, ist nun alles, aber keine Kategorie, die Weltmeister macht. Die Bertelsmann-Stiftung geht von 2,8 Milliarden Euro nur für die digitale Ausrüstung von Schulen aus, und das pro Jahr. Und nun kann man sich, Herr Kollege Schulz, natürlich fortwährend feiern. Das können Sie aber nur, weil in den vergangenen Jahren so gut wie nichts gelaufen ist. Entscheidender finde ich jedoch, wir müssen uns verabschieden in Deutschland von einem sehr technikorientierten Tunnelblick. Es geht eben nicht nur um Technik, und es geht auch nicht nur um den Arbeitsmarkt. Es geht um weit mehr, als mit Excel-Tabellen rechnen zu können, mit Word zu schreiben, mit PowerPoint vernünftige Vorträge zu halten. Bildung in einer digitalen Gesellschaft meint mündige und kompetente Leute, die hinter die digitalen Kulissen schauen und sie mitgestalten können und nicht von ihnen beherrscht werden. Dazu gehört umgehen können in unterschiedlichen Betriebssystemen. Dazu gehört, selbst programmieren zu können. Dazu gehört, nachvollziehen zu können, was digitale Prozesse machen können, hervorbringen können und was eben auch nicht. Wir brauchen Open Educational Resources statt Hard- und Software von Monopolisten. Und dafür braucht es offene Quellcodes für Schülerinnen und Schüler, um eben jene auch weiterentwickeln zu können. Wir brauchen eine Kultur des Tauschens und des Teilens, meine Damen und Herren, weil Wissen eben mehr wird, wenn man es teilt. Kinder und Jugendliche brauchen soziale Kompetenzen, um ein Gefühl dafür zu kriegen und Wissen zu haben, was macht das Aufhalten in digitaler Lernumgebung mit unserem sozialen Miteinander. Man braucht Kontraste. Die Arbeit am Rechner braucht auch die Entwicklung aller Sinne. Wir brauchen Denkstrukturen eben nicht nur in 0 und 1, sondern vielfältiger Arten und Weisen des Denkens. Und, meine Damen und Herren, Medienkompetenz heißt auch, ausschalten zu können. Nicht zuletzt brauchen junge Menschen Kenntnis und Achtsamkeit
was mit ihren Daten passiert und wie man sich schützen kann und muss. Aber das Problem in Deutschland derzeit ist, junge Leute wollen endlich loslegen, sind ausgehungert und nehmen demzufolge, was sie kriegen können. Also kommen logischerweise Apple und Microsoft und bieten eigene Hard- und Software an, meistens geschlossene Systeme. Und dann erklären sie mal den Leuten, warum das eher nicht so eine gute Idee ist. Weil man auf diese Art und Weise bestenfalls nutzerorientierte Anwenderkompetenzen entwickelt, aber eben nicht selbstbestimmte, vielfältige Medienkompetenzen. Im Blick müssen wir auch haben die Gefahren digitaler Spaltung. Das ist natürlich zunächst eine Frage der technischen Ausrüstung. Können sich Familien ein leistungsstarkes Gerät leisten? Können sie sich einen guten Internetanschluss leisten? Aber gleichermaßen müssen wir im Blick haben, alle Kinder mitzunehmen, eben auch die Kinder aus den sogenannten schwer erreichbaren Familien. Meine Damen und Herren, digitale Bildungsangebote sind und bleiben Werkzeuge. Die entscheidende Frage ist, was fangen wir mit diesen Werkzeugen an? Uns, der Linken, geht es dabei vor allem um den Abbau sozialer Ungerechtigkeit, um mehr demokratische Teilhabe, um mehr Demokratie und um Geschlechtergerechtigkeit. Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland. Momentan ist die Bundesregierung noch Ankündigungsweltmeisterin und der Bundesbildungshaushalt, das haben mehrere vor mir gesagt, ist noch weitgehend eine Nullnummer. Das, meine Damen und Herren, darf nicht so bleiben. Machen Sie sich endlich auf die Strümpfe. Birke Bullbischof war das für die Linksfraktion, deren Sprecherin für Bildungspolitik sie ist. Diesen Haushalt hat sie einen Ankündigungshaushalt genannt. Man solle sich endlich aufmachen und etwas tun. Margit Stump, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ein Koalitionsvertrag ist Absichtserklärung, ein Haushalt ist Wahrheit. Die Wahrheit, die sich im Haushalt für Bildung und Forschung abbildet, ist: Diese Regierung hat keinerlei Ambitionen, die vollmundigen Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag zügig und wirksam umzusetzen. Das zeigt sich an folgenden Beispielen. Erstens, Digitalpakt Schule. Geplant waren 5 Milliarden, im Koalitionsvertrag sind es noch 3,5 Milliarden für diese Legislatur. Im Haushalt 2018 findet sich nichts, nada, null. Ach, dieses bisschen Digitalfonds für Breitband und digitale Bildung und alles. Ja. Vor 2 Jahren wurde der Digitalpakt vollmundig angekündigt. Bis heute hat keine Schule von ihm profitiert. Und das wird, das zeigt der fehlende Ansatz, noch eine ganze Weile so bleiben. 2 Jahre, das ist im Bereich der IT eine Ewigkeit. Die IT kennt das Mooresche Gesetz. Alle 2 Jahre verdoppelt sich, vereinfacht formuliert, die Zahl der Schaltkreise auf einem Chip. Diese Koalition kennt das Mooresche Gesetz. Alle 2 Jahre verdoppelt sich die Zahl der Ankündigungen. Umsetzung, Fehlanzeige. Beispiel 2. Rechtsanspruch auf Ganztag. Auch der Ganztagsanspruch ist im Haushalt 2018 nicht hinterlegt. Die angekündigten 2 Milliarden Euro reichen höchstens für eine Handvoll Schulen. Der Städte- und Gemeindebund geht von einem Finanzbedarf von 18 Milliarden Euro aus. Offensichtlich verlässt sich diese Regierung darauf, dass viele Städte und Gemeinden trotz der enormen finanziellen Lasten schon lange auf dem Weg sind, weil sie die Zeichen der Zeit im Gegensatz zum Bund früh erkannt haben. Außerdem, es geht um Bildung, nicht Betreuung. Nur ein rhythmisiertes Tages- und Wochenkonzept kann gleiche Bildungschancen für alle Kinder gewährleisten. Für gute Bildung findet sich weder im Koalitionsvertrag noch in diesem Haushalt irgendein Ansatz. Frau Karliczek, nichts in Ihrem Aufgabenbereich ist drängender, als endlich gleiche Bildungschancen für alle Kinder sicherzustellen. Es ist eine Schande, dass Deutschland bei Bildungsausgaben weiterhin unter dem Schnitt aller europäischen Länder bleibt und das 7%-Ziel mit mickrigen 5% am Bruttoinlandsprodukt weit verfällt. Wenn Sie Ihrem Amt gerecht werden wollen, lösen Sie sich endlich vom Mooreschen Gesetz und gehen Sie diese Herausforderung an.
Beispielsweise Berufsschulprogramm. Haushalt ist Wahrheit. Auch die bitter notwendige Ausstattungsoffensive für die beruflichen Schulen konnten wir im Haushalt beim besten Willen nicht finden. Nicht ein Euro ist für berufliche Schulen vorgesehen. Dies angesichts des um sich greifenden Fachkräftemangels und großer Integrationsherausforderungen. Freilich, Bildung ist kein Allheilmittel. Dr. Espendriller ist das schlagende Beispiel, wie Integration in eine offene, demokratische Bildung, Gesellschaft trotz Bildung scheitern kann. Aber dennoch, wem die beruflichen Schulen als tragende Säule des dualen Systems keinen Cent wert sind, der kann kaum glaubwürdig von der großen Bedeutung von Wertschätzung für Aus- und Weiterbildung reden. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Von dem Kollegen von der AfD? Nein, also für AfD-TV ist mir meine Redezeit zu schade. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vorgestern sagte Kollegin Thielmann, der Bund ist gar nicht zuständig für Bildung. Gestern die Kanzlerin, Bürgerinnen und Bürger betrachten das Leben nicht aus Perspektive, wer ist gerade für was zuständig. Heute Kollege Rupprecht wieder, der Bund ist nicht zuständig. Ich sage Ihnen, Sie haben immer noch nicht begriffen, es geht nicht um Zuständigkeit, es geht um Verantwortung. Diese Koalition, diese Kanzlerin, Sie, Ministerin Karliczek, tragen Verantwortung für Bildung und diese nicht zu knapp. Stellen Sie sich endlich dieser Verantwortung. Kümmern Sie sich um eine sachgerechte Änderung des Grundgesetzes. Reden Sie mit uns. Wenn Sie sicherstellen können, dass Bildung die Investitionsforderung erhält, die sie angesichts der Herausforderungen braucht, stetig und dauerhaft, werden wir uns nicht verweigern. Alles andere ist wie der vorliegende Haushalt ohne Zukunft. Margit Stumpf war das Bündnis 90 Die Grünen, Sprecherin für Bildungspolitik. Jetzt der angesprochene Michael Espendiller, der eben mit einer Zwischenfrage nicht zum Tragen kam, mit einer Kurzintervention. Sie haben mich ja gerade als Negativbeispiel für schlechte Ausbildung genannt, bla 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 und so weiter und so fort. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Sie selber sind ja Ingenieurin. Wir reden noch mal ganz kurz über die Klimamodellierung, die ich gerade erwähnt hatte. Also mathematisch, da brauchen Sie Mathematiker, Informatiker für. Ja, natürlich, das sind partielle Differentialgleichungssysteme, ordinäre, da müssen Sie mit. Ja, ja, ein bisschen habe ich damit rumgespielt, natürlich. Ja, also jetzt auf jeden Fall die Frage, auch an Herrn Röspel. Ein Differentialgleichungssystem hat das Problem der Robustheit. Wissen Sie als Ingenieurin, was das ist? Und wissen Sie, was für Auswirkungen das auf die Klimamodellierung hat? Wir arbeiten hier mit einem Fundament auf Sand. Wir geben 50 Milliarden Euro aus. Wenn die Modelle nicht passen mit dem Problem, was passiert dann? Das wäre meine Frage an Sie. Ja, wollen Sie antworten, Frau Kollegin? Dann erteile ich das Wort dem Kollegen. Es gibt keine Antwort. Michael Espendiller war das für die AfD-Fraktion mit einer Kurzintervention. Jetzt geht es weiter in der regulären Debatte. Tankred Schipanski, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, so sicher wie die MS-Wissenschaft gegenwärtig auf der Spree in Reichstagsnähe liegt, so sicher und so gut ist der Haushalt des BMWF für das Jahr 2018, den wir heute hier debattieren. Darüber hinaus sehen wir den Eckwertebeschluss des Haushaltes 2019 und den Finanzplan für bis 2022, dass alle prioritären Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag vollständig ausfinanziert wurden. Das nenne ich solide Haushaltsführung. Und die Nebelkerzen der Opposition sind eben nur Nebelkerzen und keine Leuchtfeuer. Und an dieser Scheindebatte um ein angebliches Kooperationsverbot, was dort auch gar nicht zur Debatte steht, werde ich mich an dieser Stelle auch nicht beteiligen. Ich kann Ihnen nur sagen, die Finanzierung Thema Ganztagsschule finden wir als Vorsorge im Einzelplan 60 beim BMF. Ähnliches gilt für den Digitalpakt. Ich verweise auf den geplanten Digitalfonds, der mit 2,4 Milliarden ausgestattet ist. Und liebe Grüne, das ist kein Peanuts, 2,4 Milliarden, das muss man erst mal erwirtschaften und dann ordentlich investieren. Und meine Kolleginnen und Kollegen, ich kann es nicht mehr hören, dass wir den Ländern noch mehr unter die Arme greifen sollen. Länderminister werden in den Medien schon als Dagobert Duck bezeichnet, die förmlich im Geld schwimmen. Und wegen der guten Politik des Bundes auch solche Länder, die unter rot-rot-grüner Finanzherrschaft stehen wie Thüringen. Ich habe die Thüringer Zahlen das letzte Mal schon dargeboten. 2015 48 Millionen Euro Mehreinnahmen, 16 237 Mehreinnahmen, 217 348 Millionen Euro Mehreinnahmen,
Für 18 bis 20 sind 400 Millionen Euro Mehreinnahmen da. Und das nicht durch soziale Marktwirtschaft und nicht durch Kapitalismus, den die Frau Lütsch hier beschimpft hat. Und bei solchen Zahlen erwarte ich, dass die Länder ihre Verantwortung auch wahrnehmen und nicht ständig nach dem Bund rufen. Und da bin ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Thema Digitalpakt. Der Popanz, der hier um den Digitalpakt gemacht wird, ist einfach lächerlich. Jedes Bundesland kann damit sofort loslegen. Sie haben die Zahlen von so einem armen Bundesland wie Thüringen gehört. Jedes Bundesland kann sofort mit der digitalen Bildung starten. Lehrerfortbildung, Qualifizierung der Lehrkräfte. Sie haben Lehrerfortbildungsinstitute. Man kann Freistunden geben. Alles im Zuständigkeitsbereich der Länder. Infrastruktur. Jedes Land kann sofort investieren. Wir haben sogar als Bund in der letzten Legislatur Förderprogramme aufgelegt, wo jede Kommune ihre Schule anschließen kann an das ersehnte Breitband. Aufbereitung von digitalen Lehrinhalten. Jedes Land kann damit sofort loslegen. Es hindert kein einziger des Bundes oder jemand hindert ein Bundesland daran. Das Gleiche gilt für Medienkunde als Schulfach in der Schule. Es bedarf dem Bund dazu in keiner Weise. Nein, ich führe mal bis zum Ende aus und dann freue ich mich auf die Intervention meines Thüringer Kollegen. Wir haben im Jahr 2016 als Bund diesen Digitalpakt auf den Weg gebracht, weil die Bundesländer nichts getan haben. Jedes Gutachten mahnte dringendes Tätigwerden an und die Bundesländer haben geschlafen. Wir haben sie aufgeweckt auf den Digitalgipfel 2016 in Saarbrücken mit diesem Vorschlag unserer damaligen Ministerin Wanka. Und das war gut und wir werden die KMK und diese Bundesländer damit auch weiter wachrütteln. Ich sage aber auch ganz offen, wir werden nur Gelder geben von Seiten des Bundes, wenn da keine Kleinstaatereien, keine kleinstaatlichen Insellösungen kommen, sondern wir wollen Interoperabilität, wir wollen Anschlussfähigkeit und wir wollen professionelle Administration. Und auf noch was werden wir achten, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese Gelder weitergereicht werden an das Land. Auch zur Richtigstellung hier in der Debatte. Der Bund hat Milliardenpakete in den letzten Haushalten für Schulsanierung in den Ländern zur Verfügung gestellt. Und dann erstaunt es mich, dass ich in einer Thüringer Zeitung vom 28.04.2018 lese, dass eine linke Landrätin ihren linken Ministerpräsidenten kritisiert, dass er noch immer nicht die Bundesmittel für Schulsanierungen weitergereicht hat. Das Bundesprogramm sei vor 2 Jahren beschlossen worden und es sind noch keine Mittel dort angekommen. So sieht die Realität bei den Linken aus und insbesondere auch im Verhältnis, welche Gelder die Länder an ihre Kommunen weiterreichen. Das Jammern der Linken an diesem Bundeshaushalt kann ich noch weniger nachvollziehen, wenn dann nämlich bei solchen Steuermehreinnahmen und bei einem linken KMK-Präsidenten wir uns die Zahlen von Unterrichtsausfall ansehen. In einer Woche im November 2017 in Thüringen 17.000 Schulstunden ausgefallen, im Monat März 2018 25.600 1.000 Unterrichtsstunden, und da verbietet es sich, dass die Linken diesen Haushalt hier in irgendeiner Art und Weise kritisieren, wenn man so dilettantisch Bildungspolitik mit so viel Ländermitteln macht. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein Wort zur Forschung sagen. Es ist richtig, dass wir mit dem Haushalt und in der öffentlichen Debatte die Bildung, insbesondere auch die berufliche Bildung, in den Mittelpunkt rücken. Die föderale Struktur, das ideologische Herumexperimentieren in den vielen Bundesländern, hat zu einer ganz hohen Unzufriedenheit der Menschen mit der Bildungspolitik in den Ländern geführt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung am 12. Mai diesen Jahres zu Recht die falschen Entwicklungen im deutschen Föderalismus beklagt. Diese Mahnung sollte insbesondere die KMK, aber auch die Ministerpräsidentin ernst nehmen. Auf Bundesebene stehen wir insbesondere für eine solide Forschungspolitik. Dieser Haushalt zeigt, dass wir zu diesem Markenkern auch weiterhin stehen. Die Zahlen sprechen hier einfach für sich, insbesondere auch beim Thema KI, Hightech-Strategie und was meine Vorredner bereits ausgeführt haben. Ich kann Ihnen sagen, auf den Bund ist weiter Verlass. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fakret Schipanski war das für die CDU-CSU-Fraktion, deren digitalpolitischer Sprecher ist, der hier ganz klar und eindeutig diesen Haushalt verteidigt hat gegen alle Kritik. Jetzt eine Kurzintervention. In der schwarz geführten Landesregierung in Thüringen wurden keine 60 Millionen in einer Legislaturperiode für Schulsanierung bereitgestellt. Wir stellen in dieser Legislaturperiode über 200 Millionen Euro bereit für die Schulsanierung.
Und natürlich ist es, da Sie ja die Baubehörden dermaßen geschröpft haben und abgebaut haben, ist es dem Bundesland Thüringen nicht mehr möglich, die Planung so schnell durchzuführen, dass wir die zusätzlichen Bundesmittel innerhalb eines halben Jahres mitverwenden. Ich versichere Ihnen, wir werden sie in dieser Wahlperiode noch sicher unterbringen in den Schulen. Der zweite Punkt. Sie sagen, die Thüringer Landesregierung macht nichts. Die Mittel für Forschung und Technologie sind im Bund um 3% aufgewachsen. Das ist sehr gut. Thüringen steigert die Mittel für seine Hochschulen jährlich um 4%, verbindlich bis 2019 festgelegt. Das ist eine Leistung. Und Herr Kollege, wenn ich den Lehrermangel höre, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. In allen Bundesländern in der Bundesrepublik fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Und jetzt frage ich Sie, wie lange braucht man für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern? Wir sind jetzt seit dreieinhalb Jahren in Thüringen in der Landesregierung. Die Lehrerausbildung haben wir versucht hochzufahren. Leider schaffen wir es nicht, bei 5 Jahren Ausbildungszeit Ihre Versäumnisse aus 24 Jahren Lehrerausbildungspolitik zu beseitigen. Möchten Sie antworten, Kollege Schipanski? Herr Schenkert, war das für die Linksfraktion, der hier seine Thüringer Landesregierung verteidigt hat? Der Abgeordnete Tankred Schipanski möchte nicht antworten. Deshalb geht es jetzt weiter in der regulären Debatte mit Manja Schüle für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die uns zuhören. Wie in jeder Haushaltsdebatte, so ist auch heute wieder viel gelobt worden. Die Ministerin lobt sich für ihren Etat, die Opposition lobt sich für ihre Ideen und ich möchte heute mal uns loben. Mindestens bzw. 5 von 6 Fraktionen hier in diesem Hohen Hause haben sich heute sehr eindeutig für die Bedeutung und für die Freiheit von Wissenschaft und Forschung ausgesprochen. 5 von 6 Fraktionen, das ist kein schlechter Schnitt in Zeiten, in denen Wissenschaftsfeindlichkeit global um sich greift. Und lieber Herr Gehring, da haben wir es nicht nur mit Donald Trump zu tun, der am Sonntag einen Teil seines NASA-Klimaschutzprogramms aufgekündigt hat, weil er keine Emissionen mehr messen will, sondern haben wir es auch mit dem Ungarn Viktor Orban zu tun, der seine Hochschulen so reformieren will, dass er missliebige private Universitäten ins Austreiben kann. Und da haben wir es auch mit verfolgten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Türkei zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier und heute geht es eben nicht nur um Zahlen, sondern hier und heute geht es auch um Werte, die hinter diesen Zahlen stehen. Wofür und für wen wollen wir Bildung, Wissenschaft und Forschung stärken? Eigentlich ist es ganz banal. Ohne Bildung keine Wissenschaft. Jedenfalls keine gute. Ohne Wissenschaft können wir weder den Klimawandel verhindern, noch den demografischen Wandel gestalten. Und ohne Bildung und Wissenschaft ist der Arbeitsmarkt der Zukunft definitiv nicht vorstellbar. Wir beraten doch heute schon als Parlamentarier unsere Gesetze ausschließlich auf der Grundlage von wissenschaftlichen Daten, Studien und Zukunftsszenarien. Diese Herangehensweise ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir sie niemals in Frage stellen würden. Wohlwissend, dass es nicht die eine Wissenschaft gibt. Wohlwissend, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Aber wohlwissend, dass es ein Ziel gibt, nämlich das Leben der Menschen in unserem Land besser zu machen und sie ja auch im besten Wort oder im besten Sinne des Wortes zu befähigen, selbstbestimmt und ökonomisch abgesichert leben zu können. Unser Grundgesetz sagt, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Unser Koalitionsvertrag sagt, Wissenschaft, Forschung und Lehre haben Priorität. Und ich sage zum vorliegenden Haushalt 2018, Wissenschaft, Forschung und Lehre brauchen und bekommen in den nächsten Jahren auch mehr Geld. Dabei setze ich auf Ihr Verhandlungsgeschick. Frau Ministerin, uns, die SPD, haben Sie da an Ihrer Seite. Liebe Frau Ministerin, es ist kein leeres Versprechen, das wissen Sie, sondern es ist ein Milliardenversprechen, denn kein geringerer als Olaf Scholz ist da eingesprungen, wo Ihre Vorgängerin leider erfolglos geblieben ist. Er stellt jetzt 2,4 Milliarden für den Digitalpakt zur Verfügung. Folgen Sie ihm, folgen Sie uns, unsere Kommunen, unsere Länder und auch unsere Schülerinnen und Schüler werden es Ihnen und werden es uns danken. Gefolgt sind Sie uns jetzt bei der Aufhebung des Kooperationsverbotes, auch wenn der Kollege Ruprecht noch ein bisschen Bauchschmerzen zu haben scheint und das als ideologischen Firlefanz abwertet. Wir stehen heute am Vorabend einer Grundgesetzänderung. Und wenn Sie noch ein bisschen Beratung brauchen, wir können Ihnen gerne gute Argumente liefern, denn die meisten Ihrer Kollegen scheinen wir zumindest überzeugt zu haben. Beharrlichkeit und gute Argumente setzen sich also durch. Wir dürfen investieren. Wir dürfen echte Bildung machen, und das ist unser Projekt Zukunft.
Unser Projekt Zukunft ist uns bis 2025 mindestens 3,5% des Bruttoinlandsproduktes wert. Darüber hinaus werden wir aber auch die kommenden Haushalte daran messen lassen müssen, dass die von uns verhandelten Vorhaben genügend Geld bekommen. Das betrifft nicht nur die betriebliche Ausbildung und das BAföG, das betrifft den europäischen Austausch Erasmus Plus oder die europäischen Forschungsrahmenprogramme. Es betrifft aber genauso die Unterstützung strukturschwacher Regionen, in denen es an unternehmerischer und Innovationskraft fehlt. Auch die brauchen passgenaue Förderinstrumente. Die Agentur für Sprunginnovation haben wir gefordert. Das war unsere Idee. Aber jetzt müssen wir sie gemeinsam zum Laufen bringen. Und auch das wird Geld kosten. Und ja, ich bin auch davon überzeugt, dass steuerliche Forschungsförderung neue Potenziale freisetzen wird. Sie wird kleine und mittelständische Unternehmen animieren, selbst zu forschen oder Forschung in Auftrag zu geben. Was wir aber dringend brauchen, ist auch eine neue Innovationskultur, der Kreativität Raum geben, aber gleichzeitig auch das Risiko des Scheiterns in Kauf nehmen. Das muss auch unsere Forschungspolitik auszeichnen. Scheitern ist nämlich nur der erste Versuch, beim zweiten kann es klappen. Wissenschaft, Forschung sind nicht allein Marktverwertung oder Angebot. Wissenschaft ist auch Grundlage. Und in diesem Bereich wird es bereits mehr Geld in diesem Haushalt geben, nämlich für hervorragende Forschung an Hochschulen. So für die zweite Säule des Hochschulpakts 2020, für die Exzellenzforschung, für die sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung und für die innovativen Hochschulen. Und wie man all dies sehr gut zusammenbinden kann, zeigt, Achtung, das ist jetzt ein Werbeblock für meinen Wahlkreis, zeigt Potsdam. In der letzten Woche haben wir ein 5,8 Millionen Euro schweres Projekt gestartet, Go Up. Innerhalb von 5 Jahren soll der Transfer von Forschungsergebnissen aus dem Bildungscampus, aus dem Technologiecampus, aus dem Gesellschaftscampus verbessert werden, in die Wirtschaft, in die Gesellschaft, immer offen, immer frei und im Mittelpunkt immer der Mensch stehend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Antwort auf Wissenschaftsfeinde oder anti-intellektuellen Populismus ist Offenheit und Freiheit. Und ja, kurze Entschuldigung an Herrn Spahn, der ist ja gerade nicht da, deswegen darf man ja Englisch reden. Jetzt kommt es in dieser englischen Sprache. Unsere Antwort ist Open Science, Open Innovation, Open to the World und Open to the Future. Herzlichen Dank. Manja Schüle war das für die SPD-Fraktion. Offenheit und Freiheit als Grundbedingungen für Bildung und Forschung. Das war Ihre Rede. Kerstin Radomski für die CDU-CSU-Fraktion ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Debatte jetzt verfolgt. Ich bin die letzte Rednerin und ich muss sagen, ich bin froh, dass uns eins eint. Das konnte ich allen Reden entnehmen. Wir sind alle sehr daran interessiert, dass Bildung und Forschung in unserem Land wichtige Dinge sind, die vorangebracht werden müssen. Wir geben als Koalition für diesen Etat, für diesen Haushalt im Jahr 2018 rund 17,5 Milliarden Euro aus. Und ich muss sagen, das ist viel Geld. Die Bundesregierung investiert dort. Und ich denke, das ist Geld, das unseren Kindern zugutekommt und natürlich auch der Fortbildung und Forschung an dieser Stelle, die wichtig ist für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. Als verantwortliche Politiker, und das sind wir alle als Parlament, können wir in diesem Einzelplan wichtige Weichenstellungen vornehmen, von denen wir einige oder von denen ich jetzt einige hervorheben möchte. Mit 8 Millionen Euro sind im Einzelplan Leistungswettbewerbe und Preise für den wissenschaftlichen Nachwuchs angesetzt. Unter anderem werden dort MINT-Wettbewerbe für Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel die Physik- oder die Chemie-Olympiade und Jugendforscht, gefördert. Die MINT-Bildung voranzubringen, da gibt es auch ein Beispiel aus meiner Heimat. Dort wird für ein Forschungsprojekt an der Hochschule Niederrhein mit rund 200.000 Euro gefördert, um belastbare Informationen für eine MINT-App zu entwickeln, die mit Rätseln und spielerischen Elementen dazu beitragen soll, dass Schülerinnen und Schüler sich für die Naturwissenschaften begeistern können. Betrachtet man den weiteren Bildungsweg, dann könnte man aufs BAföG blicken. Auch dazu haben wir heute viel gehört. Ich möchte zum BAföG so viel sagen. Wir geben dort jährlich 3 Milliarden Euro rein. Auch das ist viel Geld. Der Länderanteil, weil wir haben viel über Bund und Länder, Finanzbeziehungen gerade in der Debatte gehört. Wir haben den Länderanteil in den letzten Jahren übernommen. Und das entlastet auch die Bundesländer in ihren Forschungsetats um rund 1 Milliarde jedes Jahr.
Und wer heute noch denkt, dass BAföG nur was für Studenten ist, nein, dem ist nicht mehr so. Nicht nur Studenten können BAföG beantragen. Auch in der beruflichen Weiterbildung für Techniker, Meister, Fachwirte ist eine Beantragung möglich. Und ja, Schüler, wir wollen da noch viel investieren, weil gerade die duale Ausbildung ist uns wichtig. Und an dieser Stelle möchte ich unsere Bundesbildungsministerin Anja Karliczek auch unterstützen, die auch die nicht akademische Bildung und berufsbegleitende Qualifizierung stärker in den Blick nehmen wird. Oh, Entschuldigung. Ja. Mehr als die Hälfte eines Altersjahrgangs beginnt nämlich eine Ausbildung. Und die Zahl der Auszubildenden liegt stets bei über 1 Million Menschen. Und auch die Ausbildungsverträge sind in den letzten Jahren erneut gestiegen. Es ist deshalb wichtig, dass wir 72 Millionen Euro ausgeben für berufliche Bildung oder die Berufsbildungsstätten. Und das ja, meine Damen und Herren, der Bundestag debattiert. Das ist die letzte Aussprache heute über den Etat des Ministeriums für Bildung und Forschung, der hier eingebracht wurde von der Ministerin Anja Karliczek. Morgen geht es weiter mit den Haushaltsberatungen. Dann sind die Etats für Arbeit und Soziales am Morgen dran und danach der Gesundheitsetat, bevor dann die Schlussrunde einsetzt, wo alle Themen noch einmal aufgegriffen werden. Oftmals ist das eine sehr flotte Aussprache. Morgen gegen Mittag, gegen 12.30 Uhr steht die hier auf dem Programm. Unsere Übertragung für heute endet. Wir geben zurück in die Redaktion nach Bonn.